hochkomplexe Schriftzeichen, ausgefallenes Essen, strenge Regeln. Dafür ist Japan bekannt. Und wer sich hier nicht auskennt, auf den lauern schwierige, zum Teil sogar lebensgefährliche Situationen. Also bitte gut aufpassen und mitraten. Wie schaffe ich es, peinliche oder sogar gefährliche Situationen in Japan zu meistern? Wer kennt sich aus im Land von Sushi und Samurai? Japan. Faszinierend, aber fremd. Überlebst du den asiatischen Großstadtdschungel? Was hast du drauf, wenn du plötzlich Lost in Translation bist? Überlebst du eine Portion giftigen Kugelfisch? Oder den Angriff eines fiesen japanischen Krabbelfies? Mitspielen und mitraten jetzt bei Can You Survive Japan? Ein Trip nach Tokio. Das ist einfach anders als zum Beispiel Münster. Und fängt schon mal beim Essen an. Du hast Hunger. Wie wär's mit rohem Fisch? Das futtern die doch hier alle gern. Frischer geht's wohl kaum. Also rein da. Sieht gepflegt aus, der Laden. Und das Personal so freundlich. Auf deinem Teller lecker Kugelfisch Carpaccio. Das rohe Fischzeug schmeckt gut. Und kribbelt so schön auf der Zunge. Irgendwas stimmt nicht. Fühlt sich auf einmal alles so taub an. Du bekommst auf einmal keine Luft mehr. Irgendwas war mit dem Fisch nicht in Ordnung. Fühlt sich an wie eine Vergiftung. Jetzt heißt es mitraten und überleben. Wer einen Smart-TV sein eigen nennt, mit der Fernbedienung, alle anderen im Kopf. Was willst du tun? Erste Möglichkeit, du nimmst aus deiner Reiseapotheke die Aktivkohle und haust dir ordentlich von dem Pulver in den Rachen. Zweite Möglichkeit, du stopfst dir Seegras in den Mund. Das Zeug neutralisiert die Vergiftung. Oder dritte und letzte Möglichkeit, Sake. Der Reiswein brennt einfach alles weg. Entscheidung. Der Fisch, den du gegessen hast, heißt Kugelfisch und ist hochgiftig. Da hilft auch keine Seegraspampe. Leider falsch. Auch der japanische Reiswein bringt dir nichts. Kugelfisch ist hochgiftig. Besonders Leber, Galle, Darm und Haut können einen um die Ecke bringen. Das Gift der Kugelfische ist eines der stärksten der Welt. Rund 1000-mal stärker als zum Beispiel Blausäure. Trotzdem wird in Japan gern Kugelfisch gegessen. Damit nichts passiert, haben die Köche eine spezielle Lizenz, um den gefährlichen Fisch zuzubereiten. Die meisten Todesfälle passieren zu Hause, durch Atemlähmung und Kreislaufversagen, nach ein paar Stunden oder wenigen Tagen. Das Einzige, was dir helfen könnte, Aktivkohle. Denn Aktivkohle bindet das Gift und wird dann über den Darm ausgeschieden. Allerdings musst du dir davon richtig viel reinhauen. Ein halbes Gramm oder ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber mit der Aktivkohle ist es noch lange nicht getan. Du musst sofort in ein Krankenhaus. Glückwunsch an alle, die sich für Aktivkohle entschieden haben. Wichtig, das ist nur eine Sofortmaßnahme. Zum Arzt musst du trotzdem. Was für ein Schock. Das mit dem Fisch musst du erstmal verarbeiten. Deshalb bleibst du im Hotelzimmer und glotzt japanisches Fernsehen. Das hebt die Stimmung. Aber nur kurz. Auf einmal ist das Bild weg. Damit du weiter glotzen kannst, musst du etwas tun. Also die Treppen runter zur Rezeption. Aber wie? In Japan kannst du überall in Fettnäpfchen treten. Erste Möglichkeit. Du läufst in deinen löchrigen Socken zum Empfang. Zweite Möglichkeit, du schlüpfst in die Schlappen, die netterweise in deinem Badezimmer stehen. Oder dritte Möglichkeit, du nimmst die Turnschuhe, die in deinem Koffer liegen. Was willst du tun? Du hast dich für die Schlappen im Badezimmer entschieden. Na, mach dich auf was gefasst. Dame! 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 Dame!
ist japanisch und heißt mach das nicht. Denn die Schlappen an deinen Füßen sind sogenannte Toilettenschuhe. In Japan gilt eine Toilette als unreiner Raum. Deshalb gibt es diese speziellen Schlappen, die man nur im Toilettenraum trägt. Sonst nirgends. Auch in deinen Straßenschuhen solltest du lieber nicht durch das Haus gehen. In Häusern, die mit Teppich ausgelegt sind, läuft man nicht mit Straßenschuhen. In Socken laufen wäre auf jeden Fall angemessen. Da macht es auch gar nichts aus, dass deine Socken Löcher haben, denn der kleine Zehendurchschlupf in deinem Strumpf trägt höchstens zur Belustigung der Japaner bei. Gut gemacht. Jetzt wird geshoppt. Komischen Kram haben die hier im Supermarkt. Schmeckt. Geht so. Was bleibt, ist eine Menge Müll. Und den willst du jetzt loswerden. Aber kein Mülleimer in Sicht. Auch an der nächsten Straßenecke wirst du nicht fündig. Aufgepasst und mitraten. Wo wirst du deinen Müll los? Erste Möglichkeit. In Japan ist es üblich, seine Mülltüte einfach auf dem Boden abzustellen. Das macht die Straßenreinigung hier. Zweite Möglichkeit, du stopfst deinen Müll in den Eimer mit den zwei Löchern, die es neben jedem Getränkeautomaten gibt. Dritte und letzte Möglichkeit, du nimmst deinen Müll mit ins Hotel und entsorgst ihn dort. Kompliziert dieses Japan. Was willst du tun? Entscheidung. Der Ich lass den Müll auf der Straße liegen Fraktion sei gesagt, auf keinen Fall. Tatsächlich gibt es in Tokio fast keine Mülleimer. Das liegt wohl daran, dass nach einem Giftgasanschlag im Jahr 1995 alle öffentlichen Mülleimer abgebaut wurden, aus Angst vor möglichen Bombenverstecken. Den Müll liegen lassen geht natürlich nicht. Japaner sind sehr ordentlich und sauber und sogar ein wenig pedantisch, was die Mülltrennung betrifft. Brennbarer Müll, nicht brennbarer Müll, Plastikflaschen, Glas, Papier, Metalldosen. Auch die Tonne neben dem Getränkeautomaten ist tabu. Die ist nur für Flaschen aus dem Automaten. Den Müll mit nach Hause nehmen und dort wegwerfen wäre die richtige Antwort. So machen es wohl die meisten. Alle, die sich für diese Möglichkeit entschieden haben, gut gemacht. Ein richtiger Japan-Experte bist du. Weiter geht's. Jetzt wird gezockt. Und zwar richtig. Alles ausprobieren. Die haben hier Hammer-Spiele. Bis zum Overkill. Völlig benommen steuerst du mit deinen viereckigen Augen durch die Zockerhölle. Kleine Detox-Kur im benachbarten Park. Doch Angriff aus dem Hinterhalt. Ein japanischer Skolopender nimmt direkt Kurs auf dich. Die Viecher können echt fies zubeißen. Und sind auch noch giftig. Erwischt. Mit seinen hübschen Knabberzangen hat dir der Hundertfüßler zwei nette Grübchen in den Unterarm geschlagen. Die Schmerzen sind unerträglich. Eine Entscheidung muss her. Antwort 1. Du kippst dir heißes Thermoskannenwasser der aufmerksamen Dame über den Arm. Oder zweite Antwortmöglichkeit. Du drückst dir die eiskalte Dose auf die Bisswunde. Letzte Möglichkeit, du saugst die Wunde aus. Dadurch kannst du einen Teil des Gifts aus der Wunde entfernen. Heißes Wasser drüber, eiskalte Dose drauf oder aussaugen. Entscheide dich. Eiskalte Dose. Die Entscheidung ist leider falsch. Auch das Aussaugen hilft in diesem Fall nichts. Deine Mundschleimhäute können sich durch das Gift auflösen. Wenn's ganz mies läuft, blutest du im Mund. Im schlimmsten Fall droht Erstickung, weil deine Luftröhre anschwillt. Normalerweise droht aber bei dieser Attacke keine Lebensgefahr. Die sogenannte Mukade beißt mit ihren Fresszangen zu und spritzt dann ein Gift in die Wunde. Das kann sehr schmerzhaft sein und manchmal zu Lähmungen führen. Heißes Wasser könnte helfen, weil das Mukadengift durch hohe Temperaturen zerstört wird. Und der Schmerz dann etwas nachlässt.
Zum Arzt solltest du trotzdem gehen. Partystimmung bei den Heißes-Wasser-Kandidaten. Die Entscheidung war richtig. Ist aber nur eine Sofortmaßnahme. Mit der Bahn bist du unterwegs zur Karaoke-Party. Doch sich in Tokio zu orientieren, hat es in sich. Die Schrift nicht entzifferbar. Von der Sprache ganz zu schweigen. Und dein Handy ist leer. Zum Glück hast du den Flyer für die Party eingesteckt. Und wie es scheint, die richtige Straße hast du schon gefunden. Alle Hobbypfadfinder vor dem Fernseher, aufgepasst. Wie findest du die Hausnummer 26? Erste Möglichkeit, du läufst weiter, bis du bei der richtigen Hausnummer bist. Zweite Möglichkeit, du schaust nur auf der linken Seite. Rechts sind die ungeraden Nummern, links die geraden. Oder dritte Möglichkeit, du gehst zur Polizeistation und lässt dir von den Beamten das richtige Haus zeigen. Entscheide dich jetzt. Ist jemand dabei, der sich für die Polizei entschieden hat? Super, denn Antwort 1 und 2 sind leider falsch. Die Hausnummerierung, gerade in den älteren Stadtteilen Tokios, hat scheinbar keine Logik. Statt Partystimmung, Endzeitstimmung. In den älteren Stadtteilen von Tokio sind die Hausnummern nicht logisch durchnummeriert, so wie wir das kennen. Hausnummern wurden nicht nach Lage vergeben, sondern nach der Reihenfolge, in der die Baugenehmigung erteilt wurde. So kann es durchaus passieren, dass die Nummer 8 hinter der Nummer 2 irgendwo in einem Hinterhof liegt. Daher kann nur die örtliche Polizeistation wissen, wo die Hausnummer 26 liegt. Die Polizeistation heißt in Japan Kobane. Und es gibt sie in jedem Viertel. Alle Ratefüchse, die sich für die Möglichkeit Polizei entschieden haben, liegen richtig. Und dürfen jetzt ordentlich mitfeiern.